Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kommt etwas näher, liebe Bruder. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammad, Ashraf al-Mursaleen. Liebe Geschwister, warum brauchen wir den Glauben? Warum haben wir den Glauben nötig? Ich habe in der letzten Khutba über den Glauben an Allah erzählt, wie nötig wir das haben, wie wichtig das ist, dass der Muslim an Allah glaubt. Und es geht heute weiter. Warum brauchen wir den Glauben? Und heute rede ich über die zweite Säule des Imans. Warum brauchen wir den Glauben an die Engel? Was ist da besonders, dass wir an den Engel glauben? Und wenn wir das nicht nötig hätten, dann würde Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht die Engel erwähnen und ihre Aufgaben erwähnen und ihre sozusagen Eigenschaften erwähnen. Aber da Allah das im Koran gebracht hat, da Allah das zu einer Säule des Glaubens gemacht hat, dann bedeutet das, wir haben das nötig, an die Engel zu glauben. Und es hat eine große Spur auf unser Verhalten und auf unser Leben und auf unseren Glauben. Was hat das an sich, dass wir an die Engel glauben? Warum ist es so wichtig, dass wir an die Engel glauben? Warum hat Allah all diese Sachen erwähnt über die Engel? Weil es gibt eine starke Beziehung zwischen den Menschen und den Engeln. Auch wenn wir die nicht sehen. Aber Allah berichtet. Allah hat diesen Engeln Aufgaben gegeben, wie das in der Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad geschildert worden ist. Das, was uns mehr Iman gibt, mehr Verehrung für Allah gibt, wenn wir über die Eigenschaften von den Engeln lesen und hören, wenn wir über die Aufgaben, die Allah ihnen gegeben hat, wenn wir über die Beziehung zwischen den Menschen und den Engeln lesen und verstehen, dann würden wir das wissen und würden wir das erkennen, wie wichtig das ist, an die Engel zu glauben und warum das eine Säule von Iman ist. Zu der Verbindung zwischen den Menschen und den Engeln. Allah subhanahu wa ta'ala hat Engeln verschiedene Aufgaben gegeben. Und aus Ehrung für Söhne Adams hat Allah subhanahu wa ta'ala viele Aufgaben von den Engeln für Söhne Adams speziell gegeben, damit sie davon profitieren. Es gibt einen Engel speziell, der ist dafür, nur dafür, damit er die Seele in deinen Körper bläst. Das ist seine Aufgabe. Und dass er schreibt, was deine Taten werden und wo du hingehörst und was deine Versorgung ist. Er ist sozusagen, bevor du auf die Welt kommst, schon da. Eine Verbindung zwischen den Engeln und Söhne Adams. Im Bauch deiner Mutter ist er schon da gewesen. Bevor deine Mutter dich gesehen hat, ist der Engel da gewesen und hat gesehen, wie du dich entwickelst und fragt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Und fragt Allah subhanahu wa ta'ala, bis ihn erlaubt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihm die Seele einhaucht und dass er ihm das schreibt, was ihm vorgeschrieben ist. Das ist ein Engel, der für diese Aufgabe allein ist, mit Söhne Adams. Weitere Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat, um den Menschen zu schützen. Die schützen ihn vom Schlechten. Wie viele schlechte Sachen könnten dir kommen? Weißt du gar nicht darüber. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel beauftragt, die dich die ganze Zeit beschützen. Es sei denn, Allah will es geschehen lassen, dass dir etwas zustößt. Dann lassen die Engel das geschehen, was geschehen sollte. Aber ansonsten haben die Aufgabe, die ganze Zeit dich zu beschützen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie für dich zur Verfügung gestellt. Es gibt Engel, die hat Allah beauftragt, deine Taten zu schreiben. Die sind anwesend. Denk daran, die sind anwesend, wenn du sündigst. Die sind anwesend, wenn du lügst. Die sind anwesend, wenn du über jemanden schlecht redest. Die schreiben das. Die haben den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Schreibt. Die sind anwesend und wissen Bescheid über deine Absicht, wenn du was beabsichtigst. Selbst deine Absicht,
Wenn du was beabsichtigst, schreiben sie. Ob das eine schlechte Absicht oder eine gute Absicht ist. Zum Beispiel jemand beabsichtigt, etwas Schlechtes zu machen. Dann wird bei den Engeln, kommt der Befehl, dass sie schreiben. Wenn er das gemacht hat, wenn er dieses Schlechte gemacht hat, dann wird das ihnen eine Sünde geschrieben. Wenn er das Schlechte, was er beabsichtigt hat, nicht gemacht hat, wird ihm das als gute Tat geschrieben. Ein Auftrag, den Allah den Engeln gegeben hat. Guck mal, diese Verbindung, die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat zwischen dem Menschen und den Engeln. Er schreibt deine schlechte Tat, die du für Allah gelassen hast, als gute Tat. Und es geht immer weiter. Die Engel haben Aufgaben im Universum, dass der Regen runterfällt und kommt auf diese Erde. Das ist ein beauftragter Engel, der zuständig ist für den Regen und die Bewegung in diesem Universum. Das ist alles durch Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, durch Leitung von Allah subhanahu wa ta'ala, aber die Ausführung kommt von den Engeln, die Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt hat. Deswegen, die Bewegung in diesem Universum sind eigentlich Aufträge und Gottesdienste, die geleistet werden für Allah subhanahu wa ta'ala durch die Engel. Und die Verbindung bleibt bis zu deiner letzten Sekunde auf dieser Erde. Es gibt sogar Engel, die sind beauftragt, deine Seele rauszunehmen. Der Engel des Todes ist beauftragt, deine Seele rauszunehmen. Er führt den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und nimmt deine Seele. Es gibt mit diesen Engeln, soweit das Auge reicht, Engel, wenn du zu den Guten bist, gehörst, zu den Gläubigen gehörst, gibt es Engel von Barmherzigkeit. Wenn du zu denen gehörst, die nicht an Allah geglaubt haben, die nicht seine Religion gewählt haben, die nicht seine Propheten gefolgt haben, dann wird es, soweit das Auge reicht, Engel von Folterung kommen. Die foltern einen Mensch, wenn sie seine Seele rausnehmen aus seinem Körper. Mit Folterung, soweit das Auge reicht. Verbindung zwischen Mensch und Engel ist da. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet davon. Damit wir den richtigen Glauben kommen, damit sich der Glaube verankert. Es ist eine Säule von Glauben. Der Glaube an die Engel. Auch nach dem Tod geht es weiter. Es werden zwei Engel beauftragt, im Grab zu fragen, nach das, was du geglaubt hast. An wem? Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Was sagst du über den Mann, den Allah zu dir geschickt hat? Es geht aber auch noch weiter. Engel, die beauftragt sind, im Höllenfeuer zu foltern. Das ist ihre Aufgabe. Und es gibt auch Engel, die Wächter vom Paradies, ein Wächter vom Paradies. Auch beauftragte Engel. Es geht weiter. Das ist unsere Verbindung zu den Engeln. Und sie haben auch Aufgaben. Und sie haben auch Taten. Und sie haben auch Verbindung mit den Gläubigen. Was uns auch verstärkt. Was unseren Glauben verstärkt. Zu den Aufgaben oder zu den Taten, was die Engel machen. Weil, liebe Brüder, das ist auch eine wichtige Sache. Heutzutage kommst du dir fremd vor. Weil du dich an die Religion, an die Wahrheit festhältst. Du kommst dir fremd vor. Du kommst dir vor, dass du angegriffen wirst. Dass du von den anderen nicht akzeptiert wirst. Keine Sorge, mein Bruder. Es gibt viele, die sind loyal zu dir. Allein, dass du glaubst, nur dass du glaubst, gibt es die edelsten, von den edelsten Engeln, die Träger des Thrones. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es was Größeres? Träger des Thrones von Allah subhanahu wa ta'ala, sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ghafir. Diejenigen, die den Thron tragen und um ihn herum sind, die Engel auch. Diejenigen, die Engel, die den Thron tragen und um den Thron herum, was machen die?
die du preisen, Allah SWT, und bitten um Vergebung für die Gläubigen. Komm dir nicht fremd vor. Weißt du, wie die Anzahl von den Engeln ist? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Es kennt die Anzahl von den Soldaten von Allah keiner außer ihm. Du wirst das nicht zählen können. Aber die sind mit dir. Die sind loyal zu dir. Die stehen zu dir. Und die bitten für dich um Vergebung. Weil du an Allah glaubst. Und noch weiter. Und die sagen, O Allah, vergebe diejenigen, die zu dir zurückkehren, die Tauba machen. Das ist eine Einladung von Allah SWT zu jedem, Tauba zu machen. Kehr zurück. Lass die Sünden sein. Die Engel bitten Allah SWT um Vergebung für diejenigen, die zu Allah zurückkehren und auf seinem Weg festhalten. Und sie bitten Allah SWT, dass Allah sie bewahrt von dem Höllenfeuer und dass Allah sie in den Paradies eintreten lässt. Schönere Dua gibt es nicht. Sie bitten nicht nur für dich, dass du ins Paradies kommst, sagt er, und auch ihre Väter, wer rechtschaffen war von ihren Vätern, von ihren Kindern. Sie bitten, machen ein Dua für dich, für deine Väter, für deine Kinder, für deine Frau. Dass sie alle ins Paradies kommen. Und geht es noch weiter und sie machen Dua, dass Allah ihnen von Schlechtem bewahrt. Dua von den Engeln zu den Gläubigen. Guck mal, wie sich die Gläubigen lieben. Wie stark wir das brauchen, an die Engel zu glauben. Von ihren Aufgaben oder von ihren Sachen, die sie machen. Sie machen Dua für die Gläubigen. Sie bitten für sie um Vergebung und machen auch Dua für sie. Sogar gibt es einen Engel, der es beauftragt, nur dafür, wenn du für deinen Bruder ein Dua machst, in seinen Rücken, dass er für dich auch Dua macht. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Dua, den du machst für deinen Bruder, in seinen Rücken, in seiner Abwesenheit, wenn du für deinen Bruder Dua machst, das ist ein akzeptierter Dua. Und da ist ein Engel, der ist beauftragt für diese Sache. Allah SWT schickt Engel für eine Arbeit oder eine Sache, die leicht ist zu machen. Kommt dir ein Engel, wie sozusagen ehrenhaft ist das, dass dir ein Engel kommt, extra wegen deinem Dua. Was macht dieser Engel? Jedes Mal, wenn du für deinen Bruder einen guten Dua machst, sagt er Amin und dir das Gleiche. Amin und dir das Gleiche. Das ist ein Auftrag, ein beauftragter Engel, der zu dir kommt. Und die Engel lieben es, Gehorsamkeiten zu sehen. Abgesehen davon, dass sie Allah SWT immer gehorsam sind, immer Allah dienen, immer Allah fürchten, sowieso keine Sünden machen, aber sie sehen das bei uns Gläubigen und lieben das und kommen sogar runter zu bestimmten Gehorsamkeiten, wo sie dann Zeuge werden bei den Gebeten in der Moschee. Kommen sie und werden sie Zeuge. Und vor allem, es gibt tagsüber Engel und nachtsüber Engel, die kommen zu den verschiedenen Zeiten und sammeln sich bei dem Gebet vom Fajr. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Da kommen die Engel von morgens und abends, von tags und nachts und kommen zu den Fajr-Gebeten. Aber leider sehen die in der Reihe vielleicht zwei oder eine oder drei. Wo sind die Leute, die Fajr-Gebet beten? Wo die Engel extra runtergeschickt werden, um das zu zeugen. Was sollen die zeugen heutzutage? Engel kommen runter, Laylatul Qadr, ein Tag der Bestimmung. Kommen runter, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es sind sehr viele Engel an dieser Nacht, so viel wie viele Steine auf dieser Erde gibt. Kommen alle runter, um zu bezeugen das Gute. Sie lieben es, gute Taten zu sehen. Jetzt, in dieser Jum'a sind Engel. Wie der Prophet Mohammed berichtet hat. Die stehen erstmal an der Tür und schreiben, wer zuerst reinkommt, wer zu früh reinkommt und so weiter. Wenn der Imam auf den Minbar steigt, dann machen sie die Bücher zu und setzen sich. Die sind hier. Setzen sich die geehrten Engel und hören zu.
zu der Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Engel lieben es, dass Allah erwähnt wird und kommen extra runter. Es gibt beauftragte Engel, die haben keine Aufgabe, außer, dass sie suchen, wo wird Allah erwähnt, dass sie runterkommen. Es gibt Engel, die lieben es, die Rezitation vom Koran zu hören, kommen runter, wenn Koran rezitiert wird. Wo ist die Rezitation in unseren Häusern vom Koran? Wo kommen die Engel herab? Heutzutage bevorzugt man, einen Shaitan zu haben und einen Shaitan als Freund zu haben, der ihn zu allen Schlechten ruft, als einen Engel, der ihn besucht, der mit der Barmherzigkeit Allah runterkommt, der mit der inneren Zufriedenheit runterkommt. Das sind unsere Taten, liebe Brüder und liebe Schwester. Wie stark wir das brauchen, an Engel zu glauben, wenn wir alles hören, was ein Engel an schönen Eigenschaften gibt. Auch, die Engel haben auch eine schöne Sache. Die bitten nicht nur um Vergebung, machen nicht nur Dua für dich, sondern sie versuchen so gut wie möglich zu helfen, dass du auf guten Weg kommst. Sie wollen, geben dir in dein Herz ein das Gute. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der Shaitan hat sozusagen einen Einfluss auf dein Herz und der Engel hat einen Einfluss auf dein Herz. Dieser Hadith ist Sahih, hat der Sheikh Al-Bani in Sissila Sahiha als Sahih eingestuft. Entschuldigung, in Tariqat al-Hisan, also ein anderes Buch. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Engel hat einen sozusagen Einfluss auf dein Herz und der Shaitan hat einen Einfluss auf dein Herz. Was ist der Einfluss von dem Shaitan? Natürlich die Einflüsterung. Genauso wie der Shaitan Einflüsterung macht, gibt es einen Engel, der dich zum Guten ruft. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das, was der Shaitan macht, natürlich, er ruft dich zum Schlechten und lässt dich verleugnen. Das, was gut ist, lässt er dich verleugnen. Aber der Engel macht das Gegenteil. Deswegen, manchmal fällt einem es leichter, eine gute Tat zu machen, durch sozusagen die Hilfe, durch diesen Ruf von den Engeln in den Herzen, dass ihnen sozusagen das schmackhaft gemacht wird und das eine Gabe von Allah SWT. Wenn Allah dazu verholfen hat. Manchmal hörst du einen Spendenruf und springt dein Herz und machst du. Vielleicht ist das sozusagen eine kleine Hilfe von den Engeln. Manchmal willst du was Gutes machen, kommt eine kleine Hilfe. Zum Gebeten, manchmal wirst du faul, kommt eine kleine Hilfe. Das ist alles Befestigung von Allah SWT durch einen Engel, den Allah SWT schickt. Guck mal, die Verbindung zwischen den Gläubigen und den Engeln. So wichtig ist das, dass wir an die Engel glauben. Deswegen, was haben wir davon, wenn wir an die Engel glauben? Wir haben davon, dass unser Iman stärker wird. Dass wir Allah besser fürchten. Dass wir Allah mehr lieben. Was haben wir davon? Dass wir Allah dankbar sind. Wenn wir wissen, dass Allah all diese Engel uns zur Verfügung gestellt hat. Und das sind seine besten Diener. Der hat uns seine besten Diener zur Verfügung gestellt. Wie kann man die mit den Schayatin und Teufeln ausgleichen? Das kann man nicht verstehen. Und das lässt auch unsere Aqida korrekter. Das korrigiert unsere Aqida. Weil die Mushrikin, die Ungläubigen, die haben geglaubt, dass die Engel Töchter von Allah sind. Und Allah SWT hat uns den richtigen Glauben an die Engel gegeben. Dadurch wird unsere Aqida korrigiert. Denn die Engel sind Diener von Allah subhanahu wa ta'ala. Der hat uns auch korrigiert in der Aqida, weil einige glauben an gar nichts. Die glauben, alles läuft von alleine. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, das sind Aufträge, die gegeben werden für die Engel und die führen diese Aufträge aus. Deswegen wissen wir, haben wir den richtigen Aqida in Bezug auf das, was im Universum läuft. Und die bringen uns bei, die Bescheidenheit. Diese großen Geschöpfe fürchten Allah subhanahu wa ta'ala, zeigen sich gar nicht überheblich. Wofür wir Menschen, die noch nicht mal 2 Meter sind, wofür die Überheblichkeit? Guck mal, diese Geschöpfe, die bringen uns bei, wie wir sein sollten. Die sind für uns auch Vorbilder in Gehorsamkeit von Allah SWT, vermeiden von den Sünden, möge Allah SWT unser Glaube befestigen, möge Allah SWT unsere Glaube an diese Säulen
stärker machen und dass wir ihm immer näher kommen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.